Und die Weihnachtszeit ist endlich hier. Ich freue mich schon auf die Filmgeschenke und die Unterschiede. Warte, warte. Und du denkst wirklich, dass das Weihnachten so einfach schön ist? Ja, natürlich. Nein. Und hast du schon mal nachgedacht, wie viele Schäden du mit diesen ein paar Tagen für die Welt verursachst? Schäden? Jawohl. Was? Wieso? Heutzutage ist es schon ein Muss, auf die Umweltfreundlichkeit zu achten. Die Ursache ist, dass wegen der Konsumgesellschaft wird heute mehrmals so viel Müll produziert als in den vergangenen Jahren. So kann aber das nicht bleiben. Wir müssen etwas so schnell wie möglich ändern. Unter Umweltverschmutzung fällt jede Art von Verschmutzung unseres Planeten, egal ob durch Schadstoffe, Abgase, Abwässer, Emissionen, Müll oder sogar Atmosstrahlung. Zum Beispiel, was für eine Bulli sind denn an? Was für eine Bulli? Der ist ja echt cool. Er kann auch leuchten. Oh mein Gott. Ja, darüber habe ich eigentlich gesprochen. Stell dir mal vor, nur in einem einzelnen Jahr werden 500.000 Arten von diesem Bulli hergestellt. Und es ist nur eine Webseite. Und sehr viele Webseiten gibt es. Ich hatte keine Ahnung. Meine Frage. Du musst noch sehr viel lernen. Dezember ist hier. Also kommt auch das Weihnachten. Nun kann man aber schnell vergessen, auf die Umwelt zu achten. Nicht so überraschend, aber das größte Problem ist die Tatsache, dass man zu viele unnötige Sachen kauft. Neuer Dekor im Haus, neue Kleidungsstücke, eine Menge Geschenke. Die Sitte kommt übrigens aus den USA. Today is National Ugly Christmas Sweater Day. Brauchen wir aber so furchtbar viele Dinge? Britische Wissenschaftler machen uns aufmerksam. Wegen der Weihnachtsbullis, die man ausschließlich fürs Weihnachten kauft, verstärkt sich die Umweltverschmutzung am Ende des Jahres. Nur dieses Jahr werden 12 Millionen Stücke von Pullovers in Großbritannien in die Geschäfte geliefert, obwohl es schon ca. 65 Millionen Stücke in der Garderobe der Briten gibt. Die Qualität dieser Bullis ist unglaublich schlecht, weil sie viele Plastik enthalten, aber aus diesem Grund können sie echt billig besorgt werden. Danach kommt auch das Wesentliche. Tragen kann man sie nur in der Weihnachtszeit, dann werden sie entweder in den Schrank oder in die Mülltonne geworfen. Und wenn wir beim Einkaufen sind, es war nie einfacher wie jetzt. Heutzutage ist es nicht mehr erforderlich, viel Zeit in den Einkaufszentren zu verbringen, um etwas Gutes zu finden. Das lange Warten an der Kasse kann man auch vergessen. Nur mit einem einzigen Klick kann man in jeder Webseite die perfekten Waren finden. Trotz des langen Weges, auf dem die Produkte transportiert werden, überwiegen sogar durch den Ozean, wurden die Produkte ganz billiger. Das bedeutet so viel, dass man immer wieder kaufen möchte, ohne nachzudenken, ob man die Ware wirklich braucht. Und vielleicht das Wichtigste, ungefähr 25 Millionen Weihnachtsbäume werden nur in Deutschland jedes Jahr gekauft und etwa 90% davon, also 22,5 Millionen Bäume ohne Wurzeln, also zum Wegwerfen. Aber man muss unter dem Weihnachtsbaum Geschenke beschaffen. Bedeutendes Thema ist die Dekoration auch. Es allein wäre noch kein Problem, was aber schlimm ist, dass man sein Haus jedes Jahr immer wieder bunt schmückt, dauernd mit neuen Dingen. Trotz des wiederkehrenden Einkaufs ist es eine gute Möglichkeit, zu Hause unsere Dekoration fertig zu machen. Oder man kann in einem kleinen Laden den Dekor besorgen. Der Stromverbrauch ist auch viel höher, nämlich mit 120 Millionen Kilowattstunden. Mit diesen könnten ein ganzes Jahr lang 34.000 Haushalte versorgt werden. Übrigens ist es ganz merkwürdig, dass der gesamte Stromverbrauch an Weihnachtstagen geringer ist, da in der Industrie und im Gewerbe sowie im Handel und in vielen Dienstleistungsbetrieben nicht gearbeitet wird. Ich krieg die Krise. Was machst du mit diesen verdammten Papieren? Ich verpacke ein Geschenk. Die meisten Produkte werden in mehrere Schichten verpackt. Also Überverpacken ist im Vorhinein ein großes Problem. Aber die Übertreibungen, wie im Allgemeinen, hier sind auch nicht gut. Etwa 100.000 Tonnen von Geschenkpapier zu Weihnachten geht aus pro Jahr nur in Europa.
Das bedeutet ca. 600.000 Bäume, die ausgeschnitten werden. Die Lösung? Man kann die Geschenke in Stoffreste, Poster, Kalenderblätter oder in rustikalen Sacklein einwickeln. Das kann ich nicht glauben. So viel Platz bezogen. Leider ja. Aber wenn du das nicht glaubst, dann zum Glück haben wir unser Roboter losgeschickt, um uns zu helfen. Deshalb haben wir ein paar Fragen an einen von unseren Mitschülern gestellt, was er für das umweltfreundliche Weihnachten tun. Wir haben Plastik-Tannenbaum, eigentlich seit 10 Jahren, können Sie mir den gleichen. Mein Vater eigentlich hat eine sehr grüne Denkweise und deswegen müssen wir zu Weihnachten auch den sortieren. Nein, doch, wir kaufen neue Sachen, aber nur solche, die wir brauchen. Bei den Geschenken fragen wir immer die anderen, was sie eigentlich brauchen. Und wir kaufen gar keine überflüssigen Sachen. Ja, wir haben ein Lichtdeko. Und das leuchtet 2 Wochen lang, 3 Wochen lang eigentlich. Und das war's. Sonst haben wir gar keins. Zum Glück gibt es immer mehr Menschen, die umweltfreundlicher leben möchten und ihre ökologischen Fußabdrücke sind kleiner und kleiner. Beispiele sind der Minimalismus, der Vegetarismus und die Zero-Waste-Lebensform. Die betreffenden Menschen nutzen tolle Alternativen im Alltag und natürlich auch zur Zeit des Weihnachten. Für diese Menschen ist die Qualität wichtiger als die Quantität. Nicht alle müssen so in einer Lebensform leben, aber im Allgemeinen kann man ein paar nützliche Tipps abgucken. Mit ganz kleinen Schritten sind immer mehr näher, um unserer Welt zu helfen. Und vergessen wir nicht, es gilt auch an Weihnachten. Oh, wenn es so einfach ist, dann kann ich das auch tun. Na, es freut mich endlich, eine gute Idee von dir zu hören. Und stellen wir uns mal vor, mit diesen einfachen Tipps können wir nicht nur ein gutes, sondern auch ein umweltfreundliches Weihnachten haben.